Ja, willkommen bei Fellner Live und wir starten heute mit dem oberösterreichischen Landeshauptmann Thomas Stelzer. Der ist mir jetzt aus Linz zugeschaltet. Grüß Gott, Herr Landeshauptmann. Grüß Gott. Herr Landeshauptmann, gestern hat der Bundesrat die letzte Hürde zur Impfpflicht genommen. Die Impfpflicht wird damit ab nächster Woche in Kraft treten, also das Gesetz, um genau zu sein, aber noch ohne Kontrollen. Und jetzt gibt es viele Menschen, die sich fragen, was bringt so eine Impfpflicht ohne Kontrollen? Wie sehen Sie denn das, dass dieses Gesetz jetzt einmal relativ zahnlos startet? Nachdem die Entscheidung zur Impfpflicht eine schwierige war und ist und nachdem das natürlich auch ein großer Schritt, ein Eingriff ist, ist es aus meiner Sicht auch gut, dass es ein schrittweises Hineingehen in diese Impfpflicht gibt. Und gerade jetzt, wo sich die sogenannte Omikron-Welle ja leider immer noch aufbaut, können vielleicht trotzdem viele sich noch überwinden und sagen, ich hole mir jetzt den Schutz und gehe impfen und habe auch die Chance, dass das vielleicht noch ohne Strafe abgeht, wenn ich bis dato nicht geimpft bin. Gehen Sie eigentlich davon aus, dass diese Impfpflicht überhaupt jemals gestraft wird oder wird diese Stufe 3, wo das dann wirklich scharf geschalten wird, vielleicht eh gar nicht kommen? Ich sehe das mal so, dass wir jetzt durch diese Welle, die uns noch fordert, gut kommen müssen, dass wir hoffentlich hier auch in die Breite kommen, noch mehr in die Breite kommen mit der Impfung. Sie ist einfach der beste Schutz auch gegen schwere Erkrankung. Und dann müssen wir wahrscheinlich am Beginn des Sommers auch die Lage noch einmal gemeinsam in Österreich bewerten. Jetzt hat die Bundesregierung vergangenes Wochenende ja verkündet, dass 2G ab nächster Woche im Handel fallen wird und ab übernächster Woche dann auch in der Gastronomie. Wie passt denn das mit der Impfpflicht zusammen, wenn man einerseits sagt, Ungeimpfte dürfen wieder in die Gastronomie und in den Handel und andererseits führt man Impfpflicht ein? Ich glaube, wir müssen wieder den Blick schärfen darauf, was fordert uns. Corona war durch lange Zeit hindurch eine Belastung, eine Krankheit, die uns so gefordert hat, dass unser Gesundheitssystem zusammenzubrechen drohte. Corona ist geblieben, aber ganz offensichtlich ist es jetzt zu einer Krankheit geworden, die uns zumindest in den Spitälern nicht mehr so stark fordert. Und daher ist auch die Frage, wie viele Maßnahmen rundherum sind noch verhältnismäßig, um uns zu schützen. Und darum ist es aus meiner Sicht auch vertretbar, dass jetzt diese Schritte Richtung mehr Öffnung trotzdem gesetzt werden können. Das heißt, Sie sind auch dafür, dass man in naher Zukunft auch weitere Öffnungsschritte setzt, weil die Omikron-Welle hat ja laut den Experten jetzt zumindest in den nächsten Tagen ihren Höhepunkt erreicht und wird dann, das sagen die Prognosen, wahrscheinlich zumindest einmal in den nächsten Wochen einmal wieder runtergehen. Ich glaube, wir sind gut beraten, wenn wir vorsichtig bleiben, wenn wir den Experten zuhören, ihnen auch vertrauen. Aber wenn wir schon sehen, wir wollen ja eine Gesellschaft sein, die in größtmöglicher Freiheit lebt, auch aufeinander zugeht und dass daher immer nur die Einschränkungen wirklich aufrecht bleiben oder gesetzt werden, die auch unmittelbar nötig sind, um unser Gesundheitssystem zu schützen. So wie es ausschaut, wird es nach Abklingen dieser Welle, in der wir jetzt drinnen sind, wahrscheinlich viel, viel vertretbarer werden, noch viel, viel freier leben zu können. Das heißt, mehr Freiheiten dann ab März? Was den konkreten Zeitpunkt anlangt, da müssen uns die Experten beraten. Gerade jetzt, wo wir sehen, dass offensichtlich Omikron uns doch wieder ein Schnippchen geschlagen hat und noch einmal in sich mutiert hat und daher die Welle wahrscheinlich leider etwas länger dauern wird als ursprünglich geglaubt. Aber wenn diese Welle abgeklungen ist und wenn es dabei bleibt, dass wir nicht mehr so viele schwere Erkrankungen haben, dann muss es klar sein, dass wir noch mehr Freiheiten haben. Herr Landeshauptmann, Sie haben in Oberösterreich sehr erfolgreich eine Impflotterie durchgeführt. Das Burgenland hat ebenfalls so eine Impflotterie durchgeführt. Der Bund bringt das anscheinend nicht zusammen. Es gibt jetzt Berichte, wonach diese Impflotterie gar nicht kommen soll. Glauben Sie noch an diese bundesweite Impflotterie oder ist die gescheitert? Wie konkret das jetzt im Bund aussieht, das kann ich von außen nicht sagen, auch nicht, wie der Planungsstand ist. Wir haben nur gesehen, jeder einzelne Schritt, der Richtung mehr Impfung führt, hilft einfach, ob man ihn jetzt singulär für 100% sinnvoll hält oder nicht. Im Zusammenwirken kommt es darauf an, dass wir möglichst viel Impfungen erreichen, auch möglichst viel, die sich zum dritten Mal impfen lassen. Und da hilft einfach jeder Schritt. Wäre da auch eine Prämie Ihrer Meinung nach eine Alternative, wenn der Bund scheinbar diese Impflotterie jetzt nicht zusammenbringt, dass man dann vielleicht Gutscheine oder eine Prämie auszahlt an jene, die sich impfen lassen?
Ich glaube, alles, was jetzt seitens der Bundesregierung präsentiert wurde, hilft gut zusammen, jetzt unmittelbar am Vorabend der Impfpflicht sozusagen noch einmal etwas Neues oder Zusätzliches dazu zu tun, hielte ich nicht mehr für sinnvoll, aber die Maßnahmen, die es jetzt gibt, führen hoffentlich alle zum Ziel. Jetzt steht ja auch immer wieder zur Diskussion, dass man angesichts einerseits der jetzt doch wieder sinkenden Zahlen, aber andererseits auch der Impfpflicht, die kommt, die Gratistests beendet, weil das Testsystem ja auch massiv an seine Grenzen stößt. Wie sehen Sie diesen Vorschlag? Ich bin sehr dafür, dass die Bundesregierung, vor allem das Gesundheitsministerium, auch jetzt rasch eine neue Strategie überlegt bei all den Dingen, die wir eigentlich seit Beginn der Corona-Herausforderung mitnehmen. Die Sachen sind, als sie eingeführt wurden, sinnvoll gewesen, aber da waren eben auch die Herausforderungen andere. Ob es jetzt sinnvoll bleibt, Leute nach wie vor durch längere Zeit in Quarantäne zu schicken, ob es sinnvoll ist, so flächendeckend und um ein Riesengeld auch zu testen, ob das wirklich noch Schutz bietet, das muss jetzt mit Experten rasch beraten werden und dann eine neue Strategie, aber aus meiner Sicht österreichweit aufgestellt werden. Aber das heißt, Sie sind dafür, höre ich heraus, dass man diese Gratistests überdenkt. Die Frage ist, bieten Sie uns Schutz, wenn wir jetzt täglich Zehntausende Neuinfizierte in Österreich haben? Da ist die Frage, was hilft und schützt? Das Impfen schützt, weil es uns vor schwerer Krankheit schützt. Aber die Frage ist, ob so ein riesen aufwendiges, auch teures Testgeschehen eine Schutzwirkung hat. Und da brauchen wir einfach den Rat der Experten, die uns dann auch helfen, die vor allem auch dem Gesundheitsministerium den Ratschlag geben, wie die Strategie neu aufzustellen ist. Aber Sie sehen das skeptisch, höre ich heraus. Ja, wir betreiben einen riesen Aufwand mit einem enormen Personaleinsatz. Das kostet sehr, sehr, sehr viel Steuergeld, um einen Test zu bekommen, der mir in der Regel sagt, dass ich vor 24 Stunden negativ gewesen bin. Und da muss man einfach nüchtern schauen, bringt das heutzutage noch eine Schutzwirkung? Die Quarantäne, weil Sie die auch gesprochen haben, die sollte man auch überdenken, die Quarantäneregelungen? Das glaube ich schon, insbesondere wo es Gott sei Dank wirklich so zu sein scheint, dass die Krankheit beileibe nicht mehr so schwer ist wie noch vor Monaten und vor allem auch bei diesen Riesenanzahlen an Leuten, die sagen, ich spüre eigentlich gar nichts, ich habe keine Symptome. Wenn wir da eine Gesamtschau machen auf das Wirtschafts- und Arbeitsleben, dann ist auch die Frage der Quarantänedauer eine, die überdacht werden muss. Was schwebt Ihnen davor, eine Verkürzung der Quarantäne? Da, glaube ich, sind wir gut beraten, wirklich auf die Expertinnen und Experten zu hören, die uns auch Richtung Infektionsgeschehen und vor allem dann auch Schwere der Krankheit hier die Ratschläge geben müssen. Aber überdacht gehört es aus meiner Sicht. Ich würde noch gern zu einem ganz anderen Thema kommen, Herr Landeshauptmann, das aber die Menschen extrem derzeit beschäftigt in Österreich und eigentlich in ganz Europa oder weltweit fast, das ist die Teuerung, die sehr hohe Inflation, die wir haben. Wir haben allein im Jänner einen Inflationswert von über 5% gehabt und alle Experten, Wirtschaftsforscher sagen, das wird in den nächsten Monaten nicht viel besser werden. Was kann man denn gegen diese Teuerungswelle tun als Politik? Ich glaube, das eine ist einmal die schnelle Hilfe. Wer schnell hilft, hilft doppelt. Der Bund hat ein Paket zur Abmilderung, vor allem auch im Bereich der Energie- und Heizkosten gemacht. Wir in den Ländern, wir zum Beispiel in Oberösterreich, haben auch unseren Heizkostenzuschuss erhöht, um einfach die Kosten, die jetzt gestiegen sind, abzufedern. Das andere ist, man muss schauen, ob Dinge, die wir uns vorgenommen haben, zum Beispiel auch auf dem Weg Richtung Klimaneutralität, die sinnvoll sind, die wir auch brauchen, aber ob die gerade jetzt in einer so heißen Phase der Teuerungsraten unmittelbar auch umgesetzt werden müssen. Aber da ist die Frage, wie lange wird uns dieses höhere Inflationsgeschehen begleiten? In Deutschland wird gerade diskutiert, dass es einen Teuerungsgipfel geben muss, nämlich nicht nur was die Energiekosten betrifft, sondern auch die anderen Lebenserhaltungskosten, die ja auch deutlich gestiegen sind. Fänden Sie das sinnvoll, wenn man so einen Teuerungsgipfel auch in Österreich einberuft? Ich glaube, es war wichtig, dass jetzt die schnelle Hilfe beschlossen wurde. Wie gesagt, Bund und Länder, dass die unmittelbaren Kostenexplosionen sozusagen abgefedert werden können. Vor allem bei denen, die wirklich schauen müssen, dass sie über die Runden kommen. Sollte sich herausstellen, dass das Inflationsgeschehen wirklich längere Zeit hindurch so hoch bleibt,
dann ist klar, dann müssen wir alle darüber reden. Es gibt aber auf der anderen Seite auch Experten, die sagen, die Inflationsrate wird wahrscheinlich auch wieder sinken und da muss man einfach wirklich genau drauf achten. Jetzt war diese letzte Woche natürlich auch sehr geprägt von den Sideletern, die an die Öffentlichkeit gekommen sind. Einerseits die Sideletter, die die ÖVP mit der FPÖ abgeschlossen hat, andererseits jene, die mit den Grünen unterfertigt wurden. Wie sehen Sie diese Sideletter, die da jetzt veröffentlicht wurden? Das eine ist, dass eine Partnerschaft, ob es in der Politik ist oder auch in anderen Bereichen, die auf längere Frist zusammenarbeiten will, sich Dinge ausmacht. Wie arbeiten wir miteinander? Wie kommen wir zu Mehrheiten? Wann nehmen wir uns welches Thema vor? Dass die immer Vereinbarungen braucht, das ist klar. Das haben wir auch in Oberösterreich. Auf der anderen Seite, Politik äußert sich ja immer auch in politischen Entscheidungen, ob es in Regierungsbeschlüssen oder im Parlament ist. Und dort muss dann ohnehin der Rechtsakt herbeigeführt werden und die Mehrheit gesucht werden. Und das muss in guter Balance sein. Ich kann nur sagen, in Oberösterreich haben wir zum Beispiel, was die Personalaufnahmen anlangt, ein Objektivierungsgesetz mit einem Beirat des Landtages, der das begleitet. Darum sind Personalfragen bei uns ohnehin auf offener Bühne und nicht in einer Vereinbarung enthalten. Das heißt, Sie haben keinen Posten-Sideletter mit Ihrem Koalitionspartner? Wir haben eine Vereinbarung, die unsere Art der Zusammenarbeit regelt und wie wir zu Entscheidungen kommen, auch in Fragen, wo wir vielleicht zunächst unterschiedliche Meinungen hätten. Und das ist etwas, was die Zusammenarbeit in einer Partnerschaft, in einer Koalition regelt. Und die muss aus meiner Sicht auch sein, damit man ein reibungsloses Regierungsgeschehen auch herbeiführen kann. Weil Sie gerade auch über die Zusammenarbeit mit Ihrem Koalitionspartner sprechen. Sie haben gestern gemeinsam mit dem FPÖ-Chef Heim Buchner den Plan für Oberösterreich 2022 vorgestellt. Wo werden denn da die Schwerpunkte liegen? Wir haben einen sehr großen Plan mit dem Namen Oberösterreich-Plan, der heuer eben mit 186 Millionen zusätzlich zum Budget Dinge unterstützt, die unsere Standortfestigkeit, unsere Arbeitsplatzsicherheit voranbringen. Das ist im Bereich der Bildung und Kinderbetreuung, das ist vor allem auch im Forschungsgeschehen und in der Arbeitsmarktsituation. Wir haben zwar Gott sei Dank eine sehr gute Beschäftigungslage, aber die Leute, die keine Beschäftigung finden, die wollen wir unterstützen. Die brauchen wir auch dringend im Arbeitsgeschehen. Und wir haben drei große Projekte. Das ist die Regiostadtbahn für den Großraum unserer Landeshauptstadt Linz. Das ist die TU. Und das ist eine soziale Abfederung der Zusammenhalt in unserer Gesellschaft, damit auch die Leute, die es schwerer haben im Leben, immer gut unterstützt sind. Herr Landeshauptmann, vielen Dank für das Gespräch und schöne Grüße nach Linz. Danke, Herr Fellner. Wiedersehen. Wir machen eine ganz kurze Werbepause, dann geht's gleich weiter und dann ist gleich der Parteichef der MFG, der Impfgegnerpartei, bei mir zu Gast. Die hat vergangenen Sonntag in Waidhofen in Niederösterreich einen Achtungserfolg erzielt, 17% bei der dortigen Gemeinderatswahl und auf Anhieb zwei Stadträte. Das nährt auch die Nervosität bei den großen Parteien, insbesondere bei ÖVP und FPÖ in Niederösterreich, die am stärksten in Waidhofen verloren haben. Und darüber spreche ich gleich mit dem Parteichef der MFG. Und natürlich die Frage, wird die MFG auch bei den nächsten Landtagswahlen antreten und wird sie vielleicht sogar bei der kommenden Bundespräsidentschaftswahl antreten? Kurze Werbepause, dann sind wir gleich zurück.